Hi und herzlich willkommen. Heute mal zum Thema Herzinfarkt, beziehungsweise was danach passiert. Die meiste Zeit erzähle ich darüber, dass eine fettarme, vollwertige pflanzliche Ernährung vor den diversesten Zivilisationskrankheiten schützt und die furchterregendste davon ist der Herzinfarkt oder der Schlaganfall, der immer noch die Haupttodesursache in der westlichen Welt ist, nämlich 40% aller Menschen sterben daran. Diese 40%, die sind einfach nur irgendwie so eine Zahl in meinem Kopf und ich denke auch in dem Kopf vieler anderer Leute. Genauso wie das Wort Herzinfarkt einfach nur ein Wort ist. Dieses Wort Herzinfarkt hat eine Menge von seinem Schrecken verloren in den letzten 20, 25 Jahren. Und den Schrecken kriege ich immer wieder, wenn ich lerne und dann lese, wie es tatsächlich faktisch ist, die Folgen eines Herzinfarkts verglichen mit dem, was man so mitkriegt. Also vor 20, 25 Jahren war Herzinfarkt deswegen so erschreckend, weil es eigentlich klar war, dass man daran stirbt. Das war genauso wie AIDS, so erschreckend, weil das war ein Todesurteil. Zu der Zeit sind eine ganze Menge Leute im Alter meines Vaters oder ein Hauch älter, also mein Vater ist jetzt 70, damals war er 50, die sind so zwischen 45 und 55 einfach tot umgefallen. So, das war halt der Fall, Herzversagen. Besonders Leute, die bei uns auf dem Land wohnten, wo nicht eine Uniklinik in der Nähe ist, wo es noch, also nicht diese Maximalversorgung gab, geschweige denn mal schnell mit Herzkathetern einen Stent legen und so weiter. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel meine Arbeitskollegin aus dem Bioladen, die einen Herzinfarkt hatte, die war dann in der Notaufnahme, die hat einen Stent gesetzt bekommen und danach ist sie direkt, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch eine Nacht geblieben ist, sie ist dann direkt mit ihrer Krankmeldung, weil der Bioladen in der Nähe der Uniklinik ist, im Bioladen vorbeigegangen, habe die abgegeben. Hat gesagt, ich hatte übrigens gerade einen Herzinfarkt, hier ist meine Krankmeldung, ich gehe jetzt nach Hause mich schonen, so in dem Sinne. Und dann hat man immer das Gefühl, ach, Herzinfarkt, das ist ja alle, das ist nicht so wild. Ähnlich war es jetzt, also ich hatte ja noch einen Fall in meinem Bekanntenkreis, nämlich der Ehemann einer Kommilitonin von mir, der auch mit Ende 40 jetzt einen Herzinfarkt hatte, obwohl er keine Risikofaktoren aufwies. Ja, aber wenn ich dann lerne, dann bin ich erschrocken darüber, wie die Tatsachen sind. Und deswegen wollte ich euch das mal hier zeigen. Ich habe da ein Foto gemacht von meinem wunderbaren Online-Lernprogramm Amboss. Ich hoffe, ich darf das überhaupt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier mit den Rechten ist. Also wenn ich hier was falsch mache, dann bitte sagt mir das. Ich weiß, gibt noch ein paar mehr Medizinstudenten, die hier zugucken. Also, was hier entscheidend bzw. so erschreckend ist, ist, dass es hier heißt, nur etwa 70% aller Myokardinfarkte erreichen lebend die Notaufnahme. Also 30% aller Menschen sterben dann so weg, ne, wenn sie einen Herzinfarkt haben. 70% erreichen die Notaufnahme. Und circa 50 von allen Infarktpatienten sterben binnen der nächsten 4 Wochen nach dem Infarkt. Heißt, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bald tot ist, auf jeden Fall 50%. Weitere 5-10% aller Infarktpatienten, da müssten wir uns jetzt mal fragen, sind das, also das ist zusätzlich zu diesen 50%, 50%, die in den ersten 4 Wochen sterben und dann nochmal 5-10%, die in den nächsten 2 Jahren sterben. Damit sind wir ja bei 60% tot nach Herzinfarkt. Jetzt meine ehemalige Arbeitskollegin, wollen wir mal hoffen, dass sie zu den 40% gehört, die nicht in den nächsten 2 Jahren sterben und der Ehemann meiner Kommilitonin auch. Wobei, bei dem wird das schon, das haut hin, der hat nichts, was nicht fettarm, nicht vollwertig, nicht pflanzlich ist, mehr angerührt, seit der Herzinfarkt hat. Ich bin so stolz. Außer mal, ich glaube, ein Schokoei an Ostern. Ja, also wenn du einen Herzinfarkt hattest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten 2 Jahren stirbst, 60%. Schlussendlich, oder 60% aller Leute sterben dann eben danach. Das ist sehr erschreckend. Und was auch erschreckend ist, immer wieder, ist, dass das erste Anzeichen dafür, dass man überhaupt eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, da variieren die Zahlen, 15-50% der Fälle, also das erste Zeichen,
der plötzliche Herztod ist, nämlich genau so ein Herzinfarkt. Es können die Männer froh sein, die als erstes Zeichen eine erektile Dysfunktion haben. Damit haben die ein Warnsignal, dass in ihrem Herz-Kreislauf-System was nicht stimmt. Da wäre die Lösung dann eben nicht auf Viagra zurückzugreifen, sondern an der Gesundheit seiner Arterien zu arbeiten durch eine fettarme, vollwertige pflanzliche Ernährung. Aber wir haben ja ein Medikament, was das wegmacht, also achten wir da nicht drauf. Und so ist das immer mit allen Symptomen. Ne? Symptome sind Warnzeichen, die uns sagen sollen, hier ist was falsch, hier musst du was ändern. Und wenn wir dann da nicht drauf reagieren, sterben wir meistens. Wie jetzt in dem Fall. Ja, unter meinen Impfvideos oder Masernvideos wurde geschrieben, ich soll mir mal den Film Vaxxed, das Geschäft mit der Angst, anschauen. Ich dachte, ich mache auch mal ein bisschen Geschäft mit der Angst und erzähle euch, wie furchtbar Herzinfarkte sind. Reicht das gerne weiter. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, obwohl es so schrecklich war. Falls ja, gebt mir einen Daumen hoch, falls ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich. Ich danke fürs Zuschauen. Ich dachte, das sollte ich auch mal wieder sagen. Oder überhaupt mal sagen. Ja, das war's für heute. Ich sag ciao, bis bald, eure Silke.